Werde ich Ihren Gruß erwidern, mein Freund, aber bitte, wenn es nicht zu viel verlangt ist, wäre es möglich, mich gerade nicht zu belästigen? Ich möchte die Melodie genießen. Da die Stimme von Holy Avatar. Den Typ habe ich da schon mal irgendwo gesehen. Aber wo? Sieht so aus, als hätte nichts. Okay, reden wir mal mit Verzeihung, ich bin gerade sehr beschäftigt. Klar. Blöde Billigproduktion. Hab's kaputt gemacht. Was geht, Alter? Nicht viel. Ich sitz einfach nur hier rum. Warte, bis ich dran bin. Ich bin der Nächste. Wie schön. Tja, warum rufst du dauernd Alan? Wie bitte? Du weißt schon, du hast das Wort Alan von Zeit zu Zeit geschrien. Keine Ahnung, wovon du redest. Mein Name ist Alan. Aber ich bin doch kein Irrer, der rumläuft und dauernd seinen eigenen Namen ruft. Alan! Und was ist dein Problem? Du scheinst ganz normal zu sein. Ich habe ein sehr ernstes psychologisches Problem. Alan! Unter anderem. Kein Scheiß. Mein Leben ist ein Albtraum. Ganz gleich, was ich tue. Die ich liebe, sind immer die, die bezahlen! Hey, das ist mein Spruch. Naja, eigentlich Peter Parkers, aber ich habe ihn zuerst kopiert. Irgendwo ist es bei mir genauso, aber... oder teilweise. Ich glaube, mein Problem ist dringender, aber... naja. Und? Was ist das für ein Problem? Wenn ich fragen darf... Alan! Ich bin in einer Zeitschleife gefangen und erlebe denselben Tag immer wieder. Oh, das ist bitter. Dasselbe ist mir letztes Jahr passiert, weißt du? Hat das ein pinkes Einhorn gemacht? Ein verfluchter Ring vielleicht? Oder hast du etwa einen Pakt mit dem Teufel geschlossen? Verfluchter Ring. Oh, verstehe. Wenn du meine Meinung dazu willst, du solltest nach einem Wunschgoblin suchen. Wenn du willst, kann ich dir meinen leihen. Wobei... Alan! Wobei? Naja, der kleine Bastard war ganz schön flink, also musste ich ihn an meine Kellerwand ketten. Und weißt du, es ist schon eine Weile her, seit ich ihn das letzte Mal schreien und betteln gehört habe. Alan! Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, bei mir zu Hause riecht es ganz schön seltsam in letzter Zeit. Oh, und Fliegen, überall Fliegen. Ich hoffe, er ist nicht verhungert oder so. Ich hätte wirklich ungern eine verrottende Leiche in meinem Keller. Vielleicht hätte ich ihn ab und an mal füttern sollen, statt nur seinen Kopf zu streicheln und über meine bösen Pläne zu sinnieren. Alan! Hatte dein Goblin eine Uniform an? Eine blaue? Und hatte eine Tasche mit geheimnisvollen Notizen? Du kennst diese Art Goblins also? Bevor er endlich still war, hat er für Stunden rumgeschrien. Ich bin der Postbote! Ich bin der Postbote! Dabei wohne ich nicht mal am Wasser. Alan! Okay. Cool. Ich kann meine Autoschlüssel nicht finden und die Situation eskaliert langsam. Wow! Das tut mir so leid für dich, Mann. Muss hart für dich sein. Ich würde dich ja vorlassen. Alan! Aber nein. Da ist dieser fliegende Kopf, den nur ich sehen kann. Und der flüstert dauernd, bring sie alle um. Oh, deiner auch? Das ist nichts Schlimmes. Wow, bist ein harter Kerl, was? Cool. Eigentlich ist es ganz schön bescheuert. Das sagen die Leute auch über das Jahr 2012. Das war einfach bescheuert. Dass die Welt nicht untergegangen ist, meine ich. Und plötzlich, bam, Weltuntergang. Gute Nacht. Bam, Weltuntergang, hä? Sicher? Oh Gott. Bitte sag mir nicht, dass du einer von denen bist, die glauben, dass wir wirklich auf der Erde leben. Ja, schätze, ich bin einer von denen. Alles nur ein Haufen Lügen. Sie sagen es im Fernsehen, um uns von der Wahrheit abzulenken. Alan! Auf, naja, auf welchem Planeten leben wir dann? Wir leben auf keinem verdammten Planeten. Wir reisen auf einer Riesenschildkröte durchs All, die einen Schweif aus Oktarin hinterlässt.
Großartig. Weißt du, ich verstehe es nicht. Warum denkt ihr Irren immer, dass Terry Pratchetts Bücher so eine Art Selbsthilfeleitfaden sind? Hey, ich bin kein Irrer. Ich leide an einer Persönlichkeitsstörung. Weißt du, was das ist? Natürlich. Das ist, wenn sich jemand freiwillig Yoko Onos größte Hits in Unterwäsche anhört. Ich, machst du dich etwa über mich lustig? Ich versuche es verdammt nochmal. Tja, dann hast du Glück, dass du nicht gerade mit meiner anderen Persönlichkeit sprichst. Die sagen, der ist nicht so nett wie ich und dass er oft flucht. Alan! Naja, das wäre deutlich furchteinflößender, wenn es nicht von einem Kerl käme, der verkleidet ist wie... naja. Ballerina. Weiß nicht. Was zur Hölle soll das eigentlich darstellen, Alter? Ach, jetzt mach mal einen Punkt, Mädchen. Das ist gerade der letzte intergalaktische Schrei. Alle, die sich der Realität verweigern, werden wohl nie die wahre Größe dieser Kleidung wertschätzen können. Alan! Nicht einmal, wenn eine Tentakelarmee die Weltherrschaft übernimmt. Okay, ich hau dann mal ab. Vergiss nicht, das Krakenbecken zu reinigen, ja? Wessen Becken? Schon gut. Alan! Verzeihung, ich bin gerade... Klar. Alan! Kann ich nicht, die... Alan! Es gibt... Alan! Es passt nicht. Ich... Alan! Hallo nochmal, Alan. Verzeihung, sprechen Sie mit mir? Mein Name ist nämlich... Sicher? Ziemlich sicher, ja. Schön, dich kennenzulernen, Robert. Könnte ich vor dir zum Doc? Machen Sie Witze. Sie wollen, dass ich meinen Platz in der Reihe einfach so aufgebe? Als wenn der Ärger mit diesem Alan nicht genug wäre. Tut mir leid, mein Freund. Keine Chance. Also, dieser Alan ruiniert dein Leben, ja? Ganz genau. Ich kann gar nicht mehr vor die Tür. Alle starren mich an und beleidigen mich. Naja, ich glaube, das liegt an deinen Klamotten, du. Hey, ganz vorsichtig, Freundchen. Und da ist noch was. Gestern habe ich eine beeindruckend große tote Schildkröte auf meinem Nachttisch gefunden, genau da, wo vorher mein Globus stand. Ich glaube, Alan wollte mir damit irgendeine Art Botschaft vermitteln. Okay. Also dein Name ist nicht mehr Alan? Ah, oh, verflucht. Was? Sie sind nicht der Erste, der mir das erzählt. Scheinbar ist da ein Kerl namens Alan, der genau wie ich aussieht. Und ich sag Ihnen, der versaut mir richtig das Leben. Was meinst du damit? Naja, wissen Sie, ich glaube, der Dreckskerl sieht genauso aus wie ich. Trägt dieselbe Kleidung. Die Leute verwechseln mich mit ihm. Sie geben mir die Schuld für das, was er anstellt. Und jetzt riecht mein Keller wie Scheiße und ich weiß nicht mal warum. Faszinierend. Ciao, Robert. Ja, wie auch immer, tschüss. Nein, nein! Sekunde mal. Ja, was denn? Es ist nur... jetzt, wo ich darüber nachdenke... Ich habe das Gefühl, Sie kennen diesen Alan. Wünscht, es wäre nicht so, aber ja. Und? Ich brauche Sie, um diesem Kerl eine Falle zu stellen. Im Ernst? Scheiße, ja! Dieser Bastard macht mir das Leben zur Hölle. Und das werde ich nicht länger hinnehmen. Wussten Sie, dass er meinen Kanarienvogel entführt hat? Woher zum Geier soll ich das wissen? Und überhaupt, woher weißt du das? Hat er dir einen Erpresserbrief dagelassen, oder was? Nein, aber ich weiß, dass das Arschloch bei mir einbricht, wenn ich nicht da bin. Einmal habe ich meine Post auf dem Tisch gefunden und irgendwer hat meine Strom- und Wasserrechnungen mit Schecks bezahlt. Unterschrieben von, raten Sie mal, genau von diesem Alan. Großer Gott! Du willst mir also sagen, dass dieser Wichser deine Rechnungen bezahlt? Wir müssen das Monster aufhalten! Glauben Sie, das ist so eine Art Scherz? Er hat Columbus heute Morgen entführt. Ich hoffe, das ist der Kanarienvogel, weil wenn du dein Kind Columbus genannt hast, ist dieses Gespräch beendet. Natürlich geht es um meinen Vogel. Das sagte ich doch. Er ist wirklich alt und er singt kaum noch. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja, also was die Falle angeht, hast du einen Plan? Naja, ich habe ihn noch nicht ausgearbeitet, aber ich lasse mir was einfallen.
Immerhin bin ich schlauer als er. Sicher bist du das. Bleiben Sie in der Nähe, okay? Klar, mach ich. Das reicht. Alan! Ja. Wusstest du, dass da draußen jemand ist, der dich echt nicht leiden kann? Und jetzt kommt der Part, wo du mir sagst, dass dieser jemand du bist, oder? Das war eigentlich nicht der Plan, aber jetzt, wo du es erwähnst, ja, ich mag dich nicht besonders. Dachte ich mir. Naja, du musst verstehen. Sieh dir nur mal deine Klamotten an. Ist ja gut. Mir doch egal, ob du mich magst. Alan! Ah, ich kann das einfach nicht. Robert ist hinter dir her, lauf! Wer? Der Besitzer des Vogels, den du entführt hast. Hey, wenn das ein Witz ist, war der nicht sehr lustig. Alter, das ist kein Witz. Dein anderes Ich heißt Robert und der hat dich satt. Versteh doch, du hast deinen Kanarienvogel entführt. Und was die Sache noch schlimmer macht, der heißt Columbus. Mein anderes Ich heißt Robert? Das erklärt einiges. Wie zum Beispiel das Tattoo auf meinem... Naja, mein Tattoo. Aber ich habe keinen Vogel entführt. Alan! Im Gegenteil. Ich reinige diese Welt. Also, weißt du, die Welt reinigen klingt sehr zweifelhaft. Pass auf! Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich bemerkt, dass, wie immer, jemand bei mir eingebrochen ist und alles total verwüstet hat. Und dann sah ich den... Wen? Den verdammten Echsen-Illuminaten. Ich musste ihn fertig machen. Oh Gott, jetzt hoffe ich wirklich, dass es um den Vogel geht. Vogel? So sehr sie auch versuchen, ihre DNA zu verändern, damit sie wie normale Vögel aussehen, mich legen sie nicht rein, selbst wenn sie in Käfigen stecken. Alan! Nein, mich legen sie nicht rein. Verstehe. Weißt du es etwa nicht? Sie beobachten uns. Die Kanarienvögel? Alle Vögel verbreiten sich über die ganze Stadt. Wie ein Virus. Und in Wahrheit sind sie getarnte Aliens, die den Planeten übernehmen wollen. Genau. Hey, du sagtest doch, wir leben gar nicht mehr auf einem Planeten. Tut mir leid. Ich habe gerade einfach zu viel im Kopf. Alan! Was ich meinte ist, dass diese Aliens versuchen, unsere Sternenschildkröte zu übernehmen. Okay. Nur fürs Protokoll. Hast du Columbus umgelegt? Wen? Den Vogel. Ich musste es tun. Er hat mich seltsam angesehen. Und ich hab's dir doch erklärt. Er ist kein Kanarienvogel gewesen. Okay, und was hast du mit der Leiche gemacht? Weggeworfen. War doch nur ein blöder Vogel. Aber du sagtest doch gerade, er war kein... Ah, scheiß drauf. Rede weiter. Naja, das war's eigentlich. Alan! Hab ihn einfach weggeworfen. Diese Bastarde verdienen kein anständiges Begräbnis. Ja, natürlich nicht. Okay. Wie lange beobachten uns die Vögel eigentlich schon? Das sind keine Vögel. Das sind extraterrestrische Wesen, die die Form harmloser Tiere angenommen haben, damit wir sie nicht verdächtigen. Sie sehen alles. Und das schon seit Urzeiten. Und diktieren uns, wie wir leben sollen. Ich weiß, du glaubst mir nicht. Ich glaube nur an das fliegende Spaghetti-Monster. Ja, Mann. Fliegende Spaghetti-Monster for the win. Ja, erzähl mir doch mal mehr von diesen Illuminati, ja? Tja, das ist ein etwas düsteres Thema. Wirklich? Sehr ironisch. Ironisch? Ja, versteh's schon, die Illuminati, düsteres Thema. Muss ich es wirklich erklären? Alan! Wir reden später weiter. Alan! Ja. Oh Gott sei Dank. Für einen Moment dachte ich, du sagst sowas wie, mein Name ist Jack. Wovon zu... Ist schon gut. Okay. Ich weiß vielleicht mehr über deinen Vogel. Columbus? Was? Hast du etwa noch mehr Kanarienvögel mit komischen Namen? Nein, habe ich verdammt nochmal nicht. Naja, ich glaube, ich weiß, was mit deinem guten alten Columbus passiert ist. Ist ernst, also sag ich's gleich, wie es ist. Er wurde ermordet. Ermordet? Wie? Naja, wie soll ich sagen... Es ist alles etwas verworren. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Psst. Fangen Sie ganz von vorn an. Wie haben Sie herausgefunden, dass Columbus
ermordet wurde. Tja, erstmal war es nicht irgendjemand. Es war Alan. Motherfucker. Alan. Wieder dieser Alan. Das war's. Wenn der Wichser Krieg will, soll er ihn haben. So gern ich da auch zusehen würde, wir sollten nichts übereilen. Ist dir nie in den Sinn gekommen, dass Alan vielleicht ein Teil von dir ist? Was? So wie ein siamesischer Zwilling oder so? Nicht wirklich. Weißt du, was Persönlichkeitsstörung bedeutet? Natürlich. Deswegen bin ich doch eigentlich hier. Was? Ja, die Leute sagen, ich hätte eine Persönlichkeitsstörung. Und du meinst nicht, das würde alles erklären? Eigentlich nicht. Was genau meinen sie? Ich meine Alan verfickt nochmal. Siehst du nicht, dass alles Schlechte, das dir passiert, mit Alan zusammenhängt? Kapierst du nicht, dass das der Grund ist, wieso du ihn nie erwischst, wenn er einbricht? Und warum er so wie du aussieht und sich genauso anzieht? Fuck, Robert! Du bist Alan. Mal ehrlich, wie kann dir das nicht auffallen? Oh, ha! Der war gut. Sie haben eine tolle Vorstellungskraft, mein Freund. Da könnten Sie einen scheiß Film draus machen aus der Geschichte. Okay, was auch immer. Ich muss mal los. Na denn. Alan! Da bin ich wie... Großartig! Ich hätte ja echt gern die Leiche... Willst du das immer? Was? Du weißt schon. Willst du das Reptil immer noch sehen? Ich dachte, du wärst die Leiche losgeworden. Stimmt. Aber... Was, wenn ich ein Foto mit meinem Handy gemacht hätte? Für mein abgeschlachtete Aliens-Album. Echt? Du machst Fotos von den Leichen? Immer. Ich muss das meinen Freunden auf everythingisalienletskillthemall.org doch auch beweisen können. Sag mir bitte, dass du auch mit auf dem Foto bist. Na klar! Sonst würde mir doch keiner glauben, dass ich die Aliens umgelegt habe. Faszinierend. Was wirst du dem Doc erzählen? Naja, ich werde über meine psychischen Probleme mit ihm reden. Und ihm sagen, dass wenn er mir nicht hilft, ich das ganze Gebäude in die Luft jagen werde. Alan! Gut, das will ich auch. Alles klar. Folge immer deinem Herz. Alan! Okay. Sehr interessant. Hey. Ach, scheiße, Mann. Es kommt mir so vor, als wären Sie in der letzten Zeit der Einzige, mit dem man reden kann. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Mein Akku ist alle. Oh. Na gut, wenn es ein Notfall ist, ist das wohl kein Problem. Lassen Sie es halt heil. Das wird wohl für Sie sein. Keine Ahnung, wovon du redest. Oh, das? Nein. Das Handy gehört meiner Schwester. Ich habe wohl das Falsche mitgenommen. Jetzt gehen Sie schon ran. Das ist ja peinlich. Ah, okay, erwischt. Und das gebe ich nicht gern zu. Schon gar nicht gegenüber jemandem, der so angezogen ist. Hallo? Sind Sie mit Ihrem gegenwärtigen Anbieter zufrieden? Ach, guten Tag, menschlicher Abschaum. Wer war das? Also, wenn ich fragen darf. Dein Stylist. Ha! Sehr lustig. Manche Leute wissen wahre Eleganz einfach nicht zu schätzen. Ja, ganz besonders du. Sie bewegen sich auf dünnem Eis, mein Freund. Hey, nur Spaß. Kann ich mir mal den... Haben Sie kein eigenes? Ich will dir mal was zeigen. Was zeigen? Komm schon, Robert, ich klau dir dein Telefon schon nicht. Ich will dir nur... Ich bin nicht so der Fan von Handys. Meins hat nicht mal Internet. Ich benutze das nur, um zu... Hat es denn eine Kamera? Ja, aber um ehrlich zu sein, wenn ich Bilder machen will, nehme ich lieber eine echte Kamera. Tja. Sparen Sie sich das. Ich werde Ihnen sicher nicht mein scheiß Telefon geben, damit Sie ein Bild von Ihrem Arsch machen können oder sowas. Das wär's dann mit Plan B. Kann ich mir mal... Haben Sie kein...
Ich will dir mal was sagen. Was? Komm schon, Robert. Ich bin nicht so...